Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und zwar werde ich euch heute einmal zeigen, wie man eine vollautomatische Piglin-Tauschfarm quasi bauen kann. Für die, die es noch nicht wissen, Piglins sind die neuen Monster, die in der 1.16-Version mit dem Nether-Update in Minecraft eingeführt werden. Und das hier ist eine Vorab-Version, das ist eine Snapshot-Version, und zwar Snapshot 20W07A. Und diese Piglins können tauschen, und zwar mögen die ganz gerne Gold. Und wenn man zum Beispiel mit Rechtsklick und einem Goldbarren in der Hand auf die Piglin zugeht und dann, wie gesagt, rechtsklickt, dann tauschen sie einem eben etwas, in diesem Fall jetzt zum Beispiel 13 Gammelfleisch, und dann gucken sie sich 6 Sekunden lang das Goldstück an und dann können sie wieder tauschen. Man kann sie noch zuschmeißen und dann gucken sie sich das auch wieder an und tauschen mir jetzt hier mal wieder Pilze. Und das ist eben, wie gesagt, zufällig, was man von den Piglins kriegt, aber man kann sehr viele coole Sachen bekommen. Ich habe euch hier mal eine Liste gemacht. Ganz oben haben wir die Sachen, die am seltensten sind. Da ist dann zum Beispiel Obsidian und Netherquarz dabei, was ja richtig geil ist natürlich. Am zweitseltensten ist dann zum Beispiel auch Magma-Creme, das ist natürlich auch richtig cool. Und dann haben wir die drittseltenste Sache. Da haben wir dann zum Beispiel diese neuen Lichter, die Shroomlights oder auch die Feuercharges, Fleisch, normales und halt noch ein paar andere coole Sachen. Und ganz unten die häufigsten Sachen, ja, ist aber immerhin nett zu haben, ne? Aber was natürlich richtig nice ist, sind zum Beispiel Obsidian und Netherquarz. Und das kann man hier eben automatisch farmen lassen mit dieser Farm. Und die ist ziemlich einfach. Und ich kann euch mal zeigen, was wir jetzt schon gefarmt haben in der Zeit, wo ich jetzt hier noch ein bisschen was gebaut habt. Ihr seht, man bekommt von allem so ein bisschen, auch zum Beispiel 3 Obsidian, 7 Quarz und dann halt auch ziemlich viele von diesen Shroomlights. Das kann natürlich sehr verschieden sein, was man hier bekommt. Vielleicht bekommt man mal mehr Obsidian und mal weniger. Ist wie gesagt zufällig. Aber nichtsdestotrotz ist die Farm ziemlich einfach und ich werde euch jetzt einmal kurz draußen zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und dann zeige ich euch auch nochmal genau im Detail, wie man das Ganze baut. Und zwar haben wir hier einen Schalter, mit dem können wir ein- und ausschalten, dass die Piglins quasi tauschen können. Und dann haben wir hier vorne, wie gesagt, die können ja alle 6 Sekunden nochmal neues Gold annehmen und tauschen. Und deswegen haben wir hier eine Uhr, die quasi alle 6 Sekunden nochmal ein Redstone-Signal ausgibt oder ausschüttet vielmehr. Und damit wird dann hier ein Dispenser bepowert und der schmeißt den Piglins dann eben Gold zu. Und dann können sie das eben angucken und tauschen. Und die Items, die sie quasi wegwerfen, die sie tauschen möchten, die werden dann von einem Trichter eingesammelt und kommen dann hier im Endeffekt in die Kiste. Und theoretisch könnte man die Farm auch so lang bauen, wie man möchte. Ja, macht jetzt natürlich nicht so viel Sinn, irgendwie 1000 Blöcke zu bauen und so, aber ihr könnt sie prinzipiell so groß bauen, wie ihr halt möchtet. Und hier hinten ist halt genau dasselbe Prinzip auch nochmal. Und dann haben wir hier halt eine Kiste, wo Gold drin ist. Und die verteilt dann einfach mit den Trichtern hier das Gold auf die verschiedenen Dispenser. Ist also insgesamt ziemlich einfach und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie man das Ganze baut. So, ich habe jetzt hier schon mal eine kleine Fläche vorbereitet und ich werde jetzt insgesamt 3 von diesen Stationen nebeneinander bauen, aber wie gesagt, je nachdem wie viel ihr davon bauen möchtet, könnt ihr das dann einfach ganz leicht erweitern. Und das erste, was wir machen, ist, wir platzieren hier erstmal eine Doppelkiste, dann lassen wir zwei oder einen Block vielmehr frei und machen dann nochmal eine Doppelkiste und dann noch eine. Das bedeutet, hier kommen dann die Stationen hin und dann machen wir, suchen uns eine Seite aus, ich nehme jetzt einfach mal diese Seite hier und machen dann mit Shift und Rechtsklick Trichter dagegen. Und da werden jetzt halt die Items eingesammelt. Wenn ich da jetzt einen Trichter reinschmeiße, kommt der hier in die Kiste. Und auf jeden Trichter oben drauf, wieder mit Shift und Rechtsklick, platzieren wir dann erstmal einen Teppich. Und dann machen wir da mal irgendwelche Blöcke dran an der Seite hoch. So, und das gleiche dann hier auch nochmal. Welche Blöcke ihr dafür benutzt, ist ziemlich egal. Ich benutze jetzt nur die neuen Blöcke, weil ich die halt ganz cool finde. Was wir dann machen, ist, wir platzieren auf die Kiste oben drauf nochmal eine umgedrehte Treppe. Und da oben drauf kommen dann nochmal 2 Glas. Das ist aber theoretisch, wie gesagt, auch egal. Das ist jetzt nur, damit es halt einigermaßen hübsch aussieht. So, und dann können wir hier schon eine Ebene reinziehen. Das hier ist dann quasi die Fußbodenhöhe, sage ich mal. So, oben drauf kommt dann nochmal ein Block. Und was wir dann machen, ist, wir platzieren dahinter. Erstmal hier überall einen Block hin und da oben drauf kommt dann ein Shroomlight. Das ist aber, wie gesagt, auch nicht wichtig. Aber was jetzt wieder wichtig ist, ist der Dispenser. Den stellen wir nämlich auf diesen Block oben drauf. Und der muss mit dem Loch hier in diese Kammer reingucken quasi. Das gleiche machen wir dann hier auch nochmal. Und hier vorne auch nochmal. So, da oben drauf können wir dann wieder irgendwas raufstellen. Zack, zack, zack. Und dann stellen wir da Piglins rein. Ich habe jetzt im Creative natürlich die Möglichkeit, die einfach so zu spawnen. Aber sonst müsstet ihr die jetzt im Survival-Modus da irgendwie reinkriegen. Was allerdings wichtig ist, ist, dass ihr keine Babys reinbekommt, sondern nur die Großen. Denn nur die Großen können in dieser Variante quasi handeln. Ansonsten müsstet ihr den Dispenser noch einen weiter nach unten setzen, damit auch die Baby-Piglins dann quasi etwas von dem Gold bekommen. Als nächstes kümmern wir uns dann um den Redstone-Mechanismus. Und zwar wird das Ganze so funktionieren, dass wir erstmal natürlich irgendwie Gold in die Dispenser reinbekommen müssen. Das bedeutet, wir machen jetzt hinter den Dispenser mit Shift und Rechtsklick jeweils einen Trichter dagegen. Und dann suchen wir uns eine Seite aus, zum Beispiel diese Seite hier. Und hier soll jetzt quasi der Anfang sein. Das bedeutet, über diesen Trichter lassen wir einen Block frei und platzieren da eine Doppelkiste gegen. Und da tun wir jetzt das ganze Gold dann eben rein. Und dann machen wir am Ende, je nachdem wo das Ende bei euch ist, einen Block hier auf diese Höhe. Und platzieren dann daran mit Shift und Rechtsklick ganz viele Trichter,
die dann mit dem Rohr immer nach rechts zeigen. Und ganz wichtig ist dabei, dass der letzte Trichter aufhört, wo noch ein anderer Trichter darunter ist. Das bedeutet, ihr geht jetzt nicht so weit zum Beispiel, so, sondern das wäre eben zu weit, sondern ihr müsst den halt aufhören lassen, wenn darunter noch ein Trichter ist. Und das sorgt jetzt nämlich dafür, dass wir das Gold ganz einfach eben auf die Trichter verteilen können. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt Gold reinlege, dann wird das hier rausgesaugt, kommt zuerst in diesen Dispenser, bis der voll ist, danach in diesen und danach in diesen. Ihr könnt natürlich allerdings auch, wenn ihr das nicht möchtet, ganz einfach per Hand quasi zu jedem Trichter gehen und da dann erstmal ein bisschen Gold reintun und sich das, oder während sich das dann hier automatisch verteilt. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir wollen die Trichter ja powern. Das bedeutet, wir platzieren hier einen Block hin, jeweils zwischen den Trichtern, und dann machen wir da unter nochmal drei Blöcke. Das sollte dann im Endeffekt so aussehen. Ich mache die Blöcke hier nochmal kurz weg. So. Und das sorgt jetzt dafür, dass wenn dieser Block hier gepowert wird, oder ich zeige euch das mal hier, hier ist das ein bisschen besser, wenn dieser Block jetzt hier gepowert wird, dieser rote Holzblock, dann werden gleichzeitig der linke und der rechte Dispenser gepowert. Das bedeutet, dass man eben immer zwei pro Redstone-Leitung gleichzeitig powern kann. Das ist eine ziemlich coole Sache. Und wir platzieren jetzt hier einfach ein Redstone-Dust und da oben drauf, und dahinter nochmal eine Fackel. Und dann platzieren wir genau darunter nochmal einen Block, so in etwa, und platzieren da dann wieder Fackeln hin. Sollte ungefähr so aussehen. Und dann platzieren wir jeweils auf der rechten Seite von den Fackelblöcken nochmal einen Repeater, beziehungsweise hier brauchen wir das jetzt nicht, aber würdet ihr das jetzt noch weiterbauen, dann müsste hier halt wieder einer hinkommen. Und dann können wir da nämlich ganz einfach Redstone platzieren. Und jetzt wird nämlich das Signal durch die Blöcke durch weitergegeben. Ich kann euch das mal kurz zeigen mit einem Schalter. Also ich lege jetzt den Schalter um, dann wird dieser Block hier gepowert, die Lampe geht aus, dafür geht die Lampe dann an und powert hier diesen Block, und deswegen kommt dann zweimal Gold aus den Dispensern raus. Und es geht jetzt hier einmal so weit durch eben, bis es halt irgendwann, oder bis eure Farm irgendwann zu Ende ist. Und dann können wir den Schalter wieder ausmachen und dann macht sich das natürlich alles rückgängig. Und jetzt müsste theoretisch hier unten in der Kiste schon irgendwas Getauschtes sein. Tatsache, ist natürlich ganz einfach, wie ihr seht. Was jetzt allerdings noch wichtig ist, das hatte ich ja erwähnt, ist, dass die Piglins nur alle 6 Sekunden tauschen können. Das bedeutet, wir wollen jetzt hier einen Timer machen, der eben alle 6 Sekunden ein Signal ausgibt. Und dafür schnappen wir uns nochmal die Repeater und machen dann hier erstmal zwei Redstone nebeneinander und platzieren dann einmal in diese Richtung 8 Repeater, die wir jeweils auf dem letzten Tick haben. Das bedeutet, wir klicken dann dreimal drauf. Das bedeutet 1, 2, 3. Dann haben wir nämlich die maximale Verzögerung quasi. Und das machen wir jetzt halt noch 7 Mal. Also 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und 8. So habe ich mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Und dann machen wir hier vorne nochmal 2 Redstone hin. Und dann wieder 8 Stück davon auf dem letzten Tick. Und das kommt nämlich ungefähr hin mit den 6 Sekunden. So, und dann können wir das jetzt hier einfach verbinden. Das bedeutet, wir machen dann hier nochmal Redstone hin und machen dann hier zum Beispiel einfach einen Schalter hin oder einen Knopf vielmehr. Drücken den einmal und jetzt seht ihr, das Signal hört auf, aber hier wird das gerade noch eben zeitverzögert und kommt dann jetzt hier wieder an. Und es läuft jetzt hier die ganze Zeit im Kreis. Das bedeutet, alle 6 Sekunden kommt jetzt hier ein Goldbarren zu dem Piglin, und das sehen wir jetzt hier ganz gut. Der guckt sich den jetzt an und in dem Moment, wo er aufhört, sich den anzugucken, kommt schon der nächste Goldblock, der Goldbarren. Und dann können wir hier die ganze Zeit ganz einfach tauschen und haben sogar schon Nether Quartz bekommen. Und das ist eigentlich schon die ganze Farm. Ja, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mir Hashtag Piglin in die Kommentare. Und ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr von der nächsten Version mit den Piglins dann haltet. Und wie gesagt, das Ganze ist hier noch im Snapshot. Also theoretisch könnte es sein, dass Mojang da noch was dran ändert. Und dass das dann nicht mehr so funktioniert. Falls das der Fall ist, werde ich allerdings ein Update dazu machen. Und so lange funktioniert diese Farm auf jeden Fall ziemlich gut. Das Einzige, was ihr wie gesagt braucht, ist ein bisschen Gold für die Kiste hier oben, das man dann verteilt. Aber ansonsten kann man hier eine ganze Menge Items eben ganz automatisch farmen, was ziemlich nice ist. Und ich würde sagen, wie gesagt, Hashtag Piglin in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei einem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Und ciao.